Reflexe, das sind die da. Wer hat den? Bräuchte denn bessere Reflexe? Am besten Palekgina, würde ich sagen. Da er da sowieso ziemlich gute Reflexe hat. So. Dank der durchdringenden Schläge, der kann auch erstmal weg. Wie sieht es eigentlich hier so mit Heiltrinken aus? Was habe ich denn über? Weil solche Heilungstränke würde ich mir gerne erstmal aufsparen. Du hast Todesaugengift, dann kriegst du auch noch die zweite Ladung. Die Pilzgalle kannst du auch haben. Und hier hast du Aschebomben. Okay. Du bist ziemlich mit Giften ausgestattet. Was ist mit dir? Wirkungsbereich, Wirkzeit. Trank der Behendigkeit. Das kannst du auf jeden Fall nehmen. Und dann hatten wir ja jetzt gerade eben noch. Oh, Trank des widerstandsfähigen Körpers. Gegen Macht- und Verfassungswirkung. Trank der abgestimmten Selbst. Alle Verteidigung gegen Körper. Ja, nimm doch das dann noch. Ich kann sie leider. Das wäre wirklich schön, wenn ich nach Typ sortieren könnte. Dass Schriftrollen alle in einer Reihenfolge sind und dann Tränke und dann Fallen und dann die ganzen Kräutersachen. Oder eben andersrum. Okay. Hier sind nur Piraten unterwegs. Wie gesagt, da oben können wir nicht lang. Wir könnten hier runter zum Kerker wahrscheinlich. Da kriegen wir aber wahrscheinlich auch wieder Ärger. Captain. I've got to come clean about something. And now be as good a time as not. Ahoi, Captain. Ich muss dir etwas gestehen und jetzt passt es zeitlich so gut wie sonst auch. Was denn? Ich habe jedenfalls nichts gegen einen geständigeren Seraphim einzuwenden. Much as I hate Benwith, the main reason I signed up with you were to get here. To get a chance to look for a man named Romaro. So sehr ich Benwith auch hasse, der Hauptgrund, warum ich bei dir angehört habe, war hierher zu gelangen, um die Möglichkeit zu haben, nach einem Mann namens Romaro zu suchen. Wer ist Romaro? Ein anderer Ex? Du meinst, dass er vor Todeslicht ist? Du kannst in deiner Freizeit nach ihm suchen. Wir sind wegen Benwith hier. Ein anderer Ex? Hey, Captain. But I like where you're at, B. Nein, Captain, aber mir gefällt, wie du denkst. Er kichert leise. Um das Leben spielt der schwache Anflug eines Lächelns. Now that'd be a longer story than we've got time for. Quick of it be that Romaro's in trouble. The Principe have sent a ship hunter after him. And I've got a need and a half to find him first. Das wäre eine längere Geschichte, für die wir keine Zeit haben. Romaro steckt in Schwierigkeiten, um es kurz zu sagen. Die Principe haben einen Schiffsjäger auf ihn angesetzt und ich würde ihn gern zuerst finden. I didn't see his ship, so probably not. But mayhaps we could keep a weather eye open for clues to his whereabouts. Hab sein Schiff nicht gesehen, also wahrscheinlich, aber vielleicht könnten wir ein Auge nach Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort aufhalten. Können wir ein Auge nach Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort aufhalten? Nicht offen halten? Okay. Okay, dann lass uns die Augen offen halten. Ja, da steht's richtig. Warum hast du mir bisher nichts von Romaro erzählt? Du kannst in deiner Freizeit nach ihm suchen. Warum hast du mir noch nichts erzählt von ihm? Seraphim lässt den Kopf sinken und kratzt an der Narbe an der Seite seiner Nase. Apologies, Captain. For not being more forthcoming. Romaro be like family to me and I didn't know you from a bilge pump. Actually, I've known a bilge pump or two. Entschuldigung, Captain, dass ich nicht offener war. Romero ist für mich wie ein Teil meiner Familie. Und ich wusste nicht, ob du auch so eine Bilgenpumpe bist. Ich kenne die eine oder andere Bilgenpumpe, weißt du? Ja, okay, dann lass uns die Augen offen halten. Hilf Seraphim dabei, Informationen über Ramiro im Todeslicht zu erhalten. Kann ich behaupten, deine Besatzung zu kennen? Ja, gut.
Okay, hier wäre es der Kerker, aber ich kann hier einfach in den Kerker reinmarschieren. Außer ich will selber drin landen, vielleicht. Minao. Oh. Palholnüsse. Winds will be changing soon enough. Benwith can't resist throwing another bash for long. Oh. Seit Ildis sich verabschiedet hat, ist es hier langweiliger als zwei Schnecken beim Schäferstündchen. Der Wind ändert sich bald. Benwith kann gar nicht anders, als es bald mal wieder krachen zu lassen. Komm. Die Mannschaft von grimmiger Hand Derok ist schon seit Wochen überfällig. Vielleicht hat der fliegende Henker sie erwischt. Komm her, es ist genug für alle da. Ja, gucken wir erstmal, was da ist. Oh, mehr Grog. Wer bist du also? Oh, there. Watch your step. The stones are a mite slippery. Hey, pass auf, wohin du trittst. Auf die Stein kannst du vielleicht ausrutschen. Als er sich umdreht, stolpert der Pirat. Er schlägt mit der Hand auf den Tisch und kann sich so wieder fangen. Dabei fliegt ein Krug zum Boden. Ein schaumiges Getränk breitet sich aus. Here's to ourselves. May the gods grant us more gold and luck than we can imagine. Auf uns, mögen die Götter uns mehr Gold und Glück bescheren, als wir uns vorstellen können. Er hebt den Becher hoch über den Kopf. Gibt es etwas zu feiern? You bet. Our bosun just brought a treasure map. We're saluting to our future prosperity, we are. Und ob, unser Bootsmann hat gerade eine Schatzkarte gekauft. Wir stoßen auf unseren zukünftigen Reichtum an. We'll be making a proper ruckus if Unwith the Craghearted wasn't such an accursed downer. Wenn Unwith die Felsenherzige unsere Stimmung nicht einen solchen Dämpfer aufsetzen würde, könnten wir so richtig die Sau rauslassen. Wen? One of Benwith's guards, right up them stairs. She's like a boil I can't get off. No matter how often I lance it. Es ist eine von Benwiths Wachen, von oben auf der Treppe. Sie ist wie eine Eiterbeule, die ich niemals loswerde, so oft ich sie auch aufschneide. Wait a minute. You mean to say you don't know Benny's crew? Warte mal, willst du mir etwas sagen? Du kennst Benny. Kennst Bennys Mannschaft nicht? Wovor redest du da so auf Kopf? Right. What were we talking about? Ah, piss it. Give me another drink. Genau, wovon sprechen wir gerade? Ach, leck mich doch. Gib mir noch einen Drink. Come for a drink with us. Willst du mit uns noch einen heben? Womit hat Unwith die Felsenherzige euch so durcheinander gebracht? She loves any type of disorder, especially that of the loud variety. We get too wild and you watch, she'll be stomping down here to yell at us. Sie hasst jede Art von Unordnung, vor allem wenn sie laut ist. Pass nur auf, wenn wir zu laut sind, kommt sie gleich angelaufen und brüllt uns an. Ja, ich wette um 20 Pires, ich kann dich unter den Tisch trinken. You can pay to try. Drink up, and we'll see who's left standing. Dann leg mal einen Einsatz auf den Tisch und versuch dein Bestes. Trink aus, wir werden ja sehen, wer am Schluss noch steht. Ja, das ist ein tolles Abwechslungsmal, Hilfer. Saufen wir. First up's a round of Edirian Mead. Zuerst kommt jetzt einmal eine Runde von edirischem Mead. Einer der Piraten, die noch etwas nüchtern sind, gießt zwei Gläser mit dem dickflüssigen, süßen Gebräu voll, den wir trinken. Du legst den Krug und nimmst einen ordentlichen Zug. Ein Stück nach dem anderen gleitet die Kehle hinab, bis der Krug geleert ist. Kein schlechter Anfang, wahrlich nicht. Respektvoll nickt er dir zu, bevor er seinen eigenen Krug leert. Next round's Grog. Not just any Grog, mind you. This batch is fermented with gunpowder. Und die nächste Runde, Grog. Und zwar nicht irgendein Grog, nicht das du denkst. Dieses Zeug wurde mit Schießpulver fermentiert, dann runter damit. Ja, du hebst den Krug, ignorierst das Schießpulver, das vom Boden aufgewirbelt wird und nimmst einen kräftigen Zug. Der Grog brennt furchtbar auf dem Weg nach unten, aber du ringst alles. Du knallst triumphierend den leeren Becher auf den Tisch. Not many can handle a whole pint of gunpowder, Grog. Der Schießpulver-Grog verkauft nicht viele. Ebenso überrascht wie beeindruckt hebt er die Augenbrauen. Da kämpft er sich durch seinen eigenen Drink. Er grinst hinterlistig. Nah, the best for last. We'll be having us a bit of Hangman's blood. If this doesn't knock you on your backside, nothing will, I fear. Das Beste kommt zu am Schluss. Jetzt ziehen wir uns ein wenig Henkersblut rein. Wenn dich das nicht umwirft, schafft es nichts, fürchte ich. Woraus besteht das denn, das Henkersblut? You mean the way our crew makes it? A bit of this and a pinch of that, all mixed in a hogshead of pickled corpse fruit. Du weißt, wie unsere Mannschaft das Henkersblut herstellt, oder? Ein bisschen hiervon, ein
wie ich darf, und dann wird alles in einem Fass mit verfaulten Leichenfrüchten zusammengerührt. Oh, es hat schon mehr erledigt, oder wenigstens ihren Atem. Dann runter damit. Der Drink wirkt zuerst täuschend glatt und bierig, aber er stinkt wahrhaft zum Himmel. Du schwenkst den Becher, dabei steigen Stücke verfaulter Früchte zur Oberfläche. Jeder Schluck fühlt sich an, als ob du Geheimflüssigkeit zurückdrücken müsstest. Der Drink brennt ein Loch in deinem Bauch und du fühlst dich halb verdurstet. Aber du lässt ihn bis auf den letzten Tropfen. Zuerst starrt der Pirat dich einfach nur an, dann deckt er sich nervös die Lippen und greift mit einem zitternden Finger nach dem eigenen Becher mit der ätzenden Mischung. Fly me for crow's bait, should I ever turn craven? Ihr dürft mir die Haut abziehen und mich die Grill zum Fraß verwerfen, wenn ich jemals kneifen sollte. In einem Anfall vom Mund kippt der Trunkenbold seinen eigenen Becher hinunter. Seine Brust hebt und senkt sich. Der Becher ist geleert. Seine Lippen verziehen sich zu einem frechen Grinsen. Doch auf halbem Weg gefriert ihm das Lächeln im Gesicht, das sich nun schmerzhaft verzieht. Er schwankt, dann fällt er ohnmächtig zu Boden. Dann bläst er, spuckt Stücke, als wollte er damit was mit anlocken. Halt die Klappe rum, Töpfe, sonst kriegen wir gleich wieder Besuch vom Felsenherz. Ja, Andra soll diesen nichtslosigen lärmenden Trunkenbold ersäufen. Genau, und so kommen wir hoch. Zum besten Mal zischt ab. Und Seraphin sagt, die Schmiede ist nicht weit von hier, gleich die Treppe hoch. Ich kenne sie am Büro. Ja. Was haben wir denn da? Verzieh dich, wir tun doch keinem was. Ich sollte euch in Ketten liegen lassen. Denkt ihr, ich kann das nicht? Denkt ihr, Ben wird interessieren, was mit euch passiert? Ja, und Seraphin sagt, bei Abaddons eisernen Arschloch, Captain, du bist genau der unbeugsame Mistkerl, für den ich dich immer gehalten habe. I think Ben would care what happens to you. I don't think Aldis would like it, Nan. No. Aldis isn't here, is she? So shut up or I'll drown you in your own grog. So, da können wir den Schmied beklauen. Zutritt verboten, Freundchen. Oh. Jetzt habe ich ganz vor Todeslicht hinter mir. Am Arsch. Okay. Gut. Gut, dass ich einen Quicksave gemacht habe. Why in the black Estelle are you clomping around so loud? How be it? No, ja. Warum ist sie jetzt wieder hier oben? Shush you rumpots, or Craggart will be down here again. Gucken wir mal, was es mit ihm auf sich hat. Er stöhnt zu schwach, auch wenn er nur den Kopf hebt. Okay. Hier dürften wir rein. Okay. Yay, wir haben das irgendwie verkackt. Okay, wir können uns noch an ihr vorbeischleichen. Was ich okay finde, soweit. So, und in die Schmiede rein. Hoffentlich ist der Schmied netter. Captain, before I go introducing you to Siri, I should mention something. Am Blick, Captain, bevor ich euch Siri vorstelle, sollte ich eben nun ja etwas erwähnen. Seraphim. Holst du die Stirn, kratzt sich die pelzigen Wangen.
Sprich weiter. Said things to Ciri when I last dropped anchor at Dead Light. Just lover's words, savvy. But I can't say I rightly lived up to him. I ain't saying he's a problem, just a possible wrinkle in the old charts. Vielleicht habe ich da ein paar Dinge zu Ciri gesagt, als es ist mein Tod, dass ich geankert habe. So Liebesgeflüster, weißt du, aber ich kann nicht behaupten, dass ich mich an der... dass ich mich auch daran gehalten hätte. Ich will nicht sagen, dass wir ein Problem haben, bloß eine mögliche Falte auf einer alten Karte. Ja, Alof massiert sich die Schläfen. Gut zu wissen, sie wird also wütend sein.